Das nenne ich Entspannung pur und das an einer Poolparty. Na gut, ist ja auch noch niemand da. Katztastisch, ich begrüße euch zur ersten Folge von Sims Freeplay im neuen Jahr 2018. Folge 46 hier auf dem Katze Kinderkanal. Wir fahren direkt fort. Mal sehen, was wir heute so erleben werden. Toll, wie du den Boden auf Vordermann gebracht hast. Jetzt musst du nur noch den Zaun reparieren, um ein neues Hobby freizuschalten. Tipp das Ausrufezeichen über dem vorderen Zaun an, um loszulegen. Mit Sim lachen. Das haben wir geschafft. Nachdem sich deine Sims über den grandiosen Einhornwitz schlapp gelacht haben, hat einer von ihnen in einem der Bäume am See etwas funkeln gesehen. Inspiziere in deinem Sim einen Baum am See in der Nähe des Stalls. Okay. Oh Mann, in der letzten Folge habe ich noch Regenwürmer gegessen und jetzt ist mir irgendwie schlecht. Naja, vielleicht sollte ich mich irgendwie abreagieren und einfach mal einen Zaun reparieren. So, mal sehen. Ah, okay, also da sind auch noch Regenwürmer. Aber irgendwie, nee, ich habe ja gar kein Werkzeug. Nee, das soll jemand anders machen. Oh Mensch, ich mach das schon. Lass mal Captain Nina ran. Oh, Moment mal. Ist da vorne nicht ein Pferd? Normalerweise stehe ich ja total auf Pferde, genauso wie Caddy. Kitty Cat. Aber ich versuche mal irgendwas mit dem Pferd zu machen. Wie wär's mit Pferd striegeln? Die liebe Leonie ist wieder am Start. Dupidupidu. Ja, ja, ich weiß, unsere Hausbootgeschichte. Hey Steffen, alles klar bei dir? Ja, ja, es ist alles okay. So, Achtung. Woher hat sie jetzt diesen Eimer her? Woher könnte sie diesen Eimer haben? Schreibt's mal in die Kommentare. Etwa aus der Hosentasche? Nicht, dass ich wüsste. So, jetzt wechseln wir mal. Wer ist denn eigentlich noch hier? Auf dem Bauernhof, auf dem schönen Bauernhof. Ach, die drei hier. So, ich wechsle mal zu Drachenreitertrainer. Dippidu. Hä, Moment mal. Da vorne. Seht ihr das auch? Hey, da vorne. Ich kann etwas sehen. Da leuchtet irgendwas. Wow, Drachenreitertrainer hat echt gute Augen. Da, ich sehe es ganz genau. Zielgerichtet laufe ich auf mein Ziel und werde sehen, was dort ist. Ich hoffe, irgendetwas Spannendes. So, vorbei an den schönen Blumen und bis zu diesem Baum. Moment mal, da ist doch irgendetwas. Das bilde ich mir doch nicht ein, oder? Ist das tatsächlich? Es funkelt. Ich kann aber immer noch nicht erkennen, was das ist, aber es leuchtet. Wow, super, hey, klasse, schön. Wie hole ich das jetzt da runter? Ich find's klasse, ich kann einfach nur noch klatschen. Hat irgendjemand eine Ahnung? Oh Mann, was mache ich denn jetzt am besten? Ja, Drachenreitertrainer, ich weiß es auch nicht. Da oben funkelt etwas, aber niemand weiß, was. Gut, naja. Was machen die anderen so in der Zwischenzeit? Hier kann ich noch ein Pferd erstellen. Ah, können wir eigentlich mal machen? Ich würde auch vorschlagen, rechts oben in der Ecke findet ihr die Umfrage. Klickt auf das kleine i auf dem Bildschirm und da kommt die Umfrage. Wenn ich ein Pferd erstelle, wahrscheinlich in der nächsten Folge, wie wird es heißen? Ich werde es nach euch benennen. Da sucht euch jemanden aus. Und hier kommt der Hinweis, wenn euch das Video gefällt, wenn euch Sims gefällt, dann lasst einen Daumen hoch und abonniert den Kanal, damit ihr keine Sims-Videos mehr verpasst und ein Teil unserer tollen Katzen-Community werdet. Würde mich extrem freuen. Nicht nur mich, sondern hoffentlich auch alle anderen. Springen wir mal weiter. Um Milch und Kekse bitten. Erledigt. Die Elternallianz öffnet das riesige abgeschlossene Sideboard und gibt deinem Kleinkind einige Kekse. Gib deinem Kleinkind mit einem erwachsenen Sim Kekse aus einem klassischen Wandschrank. Letzteren bekommst du im Arbeitsplattenbereich des Home Store. Okay, der Arbeitsplattenbereich also. Naja, das Kinderzimmer müssten wir eigentlich auch mal wieder renovieren. Aber erstmal kümmere ich mich um die ganzen Teller hier draußen. Genau, und ich werde mir erstmal aus dem Arbeitsplattenbereich einen Wandschrank besorgen, damit wir praktisch aus dem Sideboard die Kekse rausholen können. Da ist es auch schon. So, ich hätte es dann gerne da unten platziert. So, da. Muss ich das noch drehen, damit da wieder so ein Pfeil erscheint? Hä? Ich kann es irgendwie nicht drehen. Heiliger Bimbam, kann ich das echt nicht drehen? Ne, das ist so, oder? Kann das sein? Aber da ist keine Funktion zum Drehen. Das muss, glaube ich, so sein. Gut, das Sideboard steht und wir können uns darum kümmern. Hä? Was ist das denn für einer? Der Zeitungsjunge! Hey,
Zeitung, Zeitung, die Post ist da. Hey, verschwinde von unserem Grundstück. Ich hab gesagt, verschwinde. Ich hab doch nur die Zeitung mitgebracht. Nein, hau ab, habe ich gesagt. Extrablatt, Extrablatt, Werbung ansehen. Nein, wir wollen keine Werbung, tschüss. Ah, Mann, dieser Zeitungsjunge nervt. Mami, 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 was ist denn nun mit den Keksen? Ach, Nele, renn doch nicht wieder raus. Ach, Mann, oh, Mann, oh, Mann. Ja, okay, du kriegst deine Kekse, aber bleib dann bitte im Haus, ja? So, Moment mal. So, bitteschön, schau mal, das sind deine Kekse. Oh, super lecker. Lecker, schmecker. Ich setz mich gleich mal hin und esse. Nele, komm jetzt rein. Ja, ich will es essen. Nele, bitte, was sollen denn die Nachbarn denken? Die denken, dass ich dich als Kleinkind hier draußen essen lasse. Auf dem Boden. Auf dem Fußabtreter. Okay, und was ist mit mir? Wo ist denn der überhaupt, der Super Sim Ultra? Oh, ich sehe ihn nicht. Hallo? Hallo? Ah, da ist er ja. So, Moment. Hey, Moment mal, ich krieg doch auch noch Kekse. Hat sie mich etwa vergessen? Nele? Na, warte. Wenn ich dich in die Finger kriege, dann geht's pam, 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 pam. Mann, die soll doch auf mich warten. Ich krieg doch auch noch Kekse. Nele, jetzt bitte komm endlich rein. Du kannst auch drin essen, wirklich. Bitte komm rein. Nein, ich will jetzt essen, weil Kekse sind so lecker. Weißt du, ich mag die mit den Schokokrümeln am besten. Ach, komm jetzt, Nele, bitte. Ich hab's doch gleich, okay? Bitte schön, Teller leer. So, sie hat's doch geschafft. Dein Kleinkind leckt sich die letzten Kekskrümel von den Fingern und stellt fest, dass Super Sim Ultra leer ausgegangen ist. Hat ihn die Elternallianz etwa nicht gesehen? Sein trauriges Gesicht ist ja herzerweichend. Bitte mit einem Kleinkind um einen zweiten Teller. Ach ja, hast du mich also vergessen? Jetzt warte doch mal. Nein, du hast mich vergessen. Lass mich. Warte doch mal, bitte. Nein, lass mich in Ruhe, Nele. Du hast mich vergessen, ich wollte auch Kekse. Oh Mann, jetzt hör auf. Renn doch nicht weg. Oh, der Super Sim Ultra scheint beleidigt zu sein. Oh Mann. Mami, komm mal jetzt mal, bitte. Ach Nele, was ist denn jetzt schon wieder? Du hattest doch deine Kekse. Nein, Mami, krieg bitte noch mal Kekse. Bitte, 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 bitte. Bitte, ich will Kekse haben, ganz viel. Mit Vanille diesmal und Schokolade und Erdbeer und Pistazie mag ich auch. Du hast doch noch nie Pistazie gegessen. Doch, in meinen Träumen, also sie schmeckt bestimmt. Und hast es jetzt, Nele? Sag mal, warum kann sie dich eigentlich nicht sehen? Weiß ich doch nicht. Nele, mit wem sprichst du denn da? Ist doch egal, Mami, jetzt gib mir bitte Kekse. Oh, Nele, das geht jetzt nicht. Du kannst nicht ständig Kekse bekommen. Oh, weia. Okay, 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 Lena, was... Itgirl, was ist los? Hast du alles besorgt? Ja, ich habe alles besorgt und weißt du was? Wir lassen die Party bei Panda steigen, bei Panda und Ellie. Was, bei Panda und Ellie? Ja, die leben anscheinend zusammen. Echt, wusste ich noch gar nicht. Aber cool, wir machen also eine Swimmingpool-Party? Ganz genau, weißt du das? Geraten. Okay, also cool, in der letzten Folge haben wir natürlich bestimmt, vielleicht habt ihr sie gesehen, dass wir eine Party veranstalten, damit Steffen und Lena zusammenkommen. Okay, hast du gehört, Ellie? Wir machen eine große Party, aber wir müssen nochmal den Pool reinigen. Kannst du das erledigen? Nee, ohne mich. Ach komm schon, das wird echt schön. Die zwei wollen sich, verloben. Naja gut, ich tu, was ich kann. Dann hole ich mal die Goldfische aus dem Wasser. Tu, was du nicht lassen kannst. So, dann kümmere ich mich mal um andere Dinge für die große Party. Wenn wir eine Swimmingpool-Party veranstalten wollen, dann sollten wir auf jeden Fall auch mal... ein Glücksspiel spielen. Nein, das kann ich nicht empfehlen. Bitte nicht nachmachen. Okay, im Spiel schon. Aber ansonsten bitte nicht nachahmen. Glückwunsch! Wir hatten 500 Simoleons. Nein, wisst ihr was? Für eine Swimmingpool-Party gehört auch ein guter Grill dazu. Das heißt, für den Grill brauchen wir auch ein paar Gemüsesorten, die wir grillen wollen. Zum Beispiel Möhren. Oh ja, ich mache Möhren. Ich glaube, das mag keiner auf dem Grill, aber ich liebe es. Deswegen probiere ich das jetzt mal aus. Und ich werde mal alles für die Party organisieren und fertig machen. Was brauchen wir alles? Wir brauchen theoretisch Tische, Stühle, Sitzgelegenheiten. Ja gut, das sind Stühle. Ein Grill, vielleicht noch eine Soundanlage und vieles mehr. Ich lege jetzt einmal einen Teppich rein, damit niemand unseren Teppich da drin versaut, wenn jemand reinkommt und rumkleckert. Ich weiß ja nicht, wo sich die Partygäste aufhalten werden. Auch wenn es eine Swimmingpool-Party ist und wir uns alle draußen befinden werden. Ja, wir haben Januar, aber trotzdem...
sollten die meisten doch draußen sein. Und vielleicht sind einige drin, deswegen auch der Teppich. Aber nichtsdestotrotz brauchen wir eine Soundanlage, damit auf der Party auch richtig Stimmung aufkommt und wir auch Musik hören können. Muss nicht die teuerste sein, aber schon eine ordentliche, die wir... Oh, wir können sie draußen platzieren. Sehr schön. Da vielleicht nicht. Ich würde sie da nach oben platzieren. Ja, direkt am Wasser ist vielleicht nicht so günstig, aber egal. In Sims wird das schon nicht kaputt gehen. Dann haben wir noch Küche. Gibt es hier einen Grill? Nee. Ich sehe keinen... Ist das... Nee, ein Fondue-Set. Nein, schade. Da ist schon mal kein Grill. Hier... Ach, Moment, ich war da gerade eben schon drin, sorry. ein Grill, wo finde ich denn einen Grill? Im Esszimmerbereich vielleicht. Vielleicht, also wahrscheinlich nicht, aber man kann ja mal gucken. Nein, sieht auch nicht so aus, okay. Dann vielleicht in der Gartendekoration würde zumindest passen. Totempfahl, Feuerschale finde ich ganz gut. Feuerschale ist aber vielleicht nicht unbedingt der Grill. Sonnenscheibe, Ententeich. Ententeich ist ja cool. Nee, auch nicht. Tja, papalapap. Gartenmöbel hier, da muss es sein. Hier haben wir auf jeden Fall Badetücher. Badetücher finde ich extrem cool. Würde auch gut zu unserer Strandparty hier passen. Oder Poolparty. Einen Strand haben wir leider nicht. Aber wir können uns vielleicht mal in Zukunft irgendwo ein Strandhaus kaufen. Erinnert mich daran, dass wir in Folge 100 eine große Strandhausparty starten. Mal gucken, wer sich daran noch erinnert, falls wir bis Folge 100 kommen. Hängt immer davon ab, wie sehr ihr dieses Projekt mögt. Aber so wie es aussieht, wird das auf jeden Fall nicht so schnell enden. So, aber hier haben wir eine Art Grill. Das finde ich sehr schön. Das können wir zwar hier platzieren, ich würde es aber gerne... da ins Gras platzieren. Das heißt, wir verschieben die ganzen Bäume. Und dann haben wir hier noch ein Zelt. Ja, ich glaube, ich werde mal irgendwie einen Raum entfernen und dafür ein Zelt machen. Übrigens, danke an die ganzen Hinweise in der letzten Folge. Da habt ihr mir geschrieben, wie ich einen ganzen Raum entfernen kann. Ich habe da umständlich den ganzen Raum Stück für Stück verkleinert. Hätte ich mal früher gewusst, ne? Also danke an dieser Stelle. Soll der Panda einfach mal ein bisschen arbeiten? Ich werde mich erstmal entspannen. Ich kann ja nachher noch weitermachen. Das nenne ich Entspannung pur und das an einer Poolparty. Na gut, ist ja auch noch niemand da. Genau. Gut, die Entspannung ist auf jeden Fall schon mal gegeben. Das ist doch ein sehr schönes Ding. Wir werden die ganzen Bäume jetzt mal verschieben, damit wir Platz haben für den Grill. Okay, warum geht das jetzt nicht? Wegen den Pfeilen oder... Warum geht das nicht? Das geht nicht, schade. Warum nicht? Irgendwas stört hier. Hä, Moment. So, nochmal. Irgendwie, weiß nicht, keine Ahnung, es geht irgendwie nicht. Ach ja, aber da geht's. Ach so, ich glaube, es liegt daran, dass der Baum im Weg ist. Stimmt's oder habe ich recht? Ich habe sicherlich recht. Nicht, weil ich immer recht haben möchte, sondern weil es tatsächlich so ist. Der Baum ist im Weg. Das heißt, ich verschiebe beide Bäume. Gut, jetzt habe ich eigentlich nichts verändert. Ich müsste den eigentlich noch ein Stückchen runtersetzen. Wobei mir gerade auffällt, eigentlich gar nicht so schlimm. Ich verschiebe einfach den Grill nach oben. Der sollte eh an die Stelle kommen und dann kann ich alles jetzt nach oben verschieben. Von daher lassen wir die großen Bäume so stehen und verschieben nur die kleinen Zedernbäumchen. Und dann passt das alles. So, Ellie hat sich auch fertig entspannt. Sie kann sich gerne mal an den Grill schmeißen. Und schon mal ein paar Sachen vorbereiten. Noch nicht grillen, aber vorbereiten. Wenn wir jetzt schon grillen, dann wäre das viel zu früh und alles wäre verkokelt am Ende. Okay, so, hier halte ich erstmal auf. So, perfekt. Nicht schlecht, so ein Elektrogrill. Und wir haben auch genug Platz auf dem Grill. Ja, muss auch sein für eine große Party. Und zack, ich fange schon mal mit dem ersten Fleisch an. Vielleicht ein bisschen zu früh, aber wird schon passen. Ach, endlich, die Möhren sind fertig. War auch echt ein Haufen Arbeit. Aber wir brauchen noch Mais. Maiskolben für eine gute Grillparty. Das ist immer extrem gut. So, sehr schön. Schade, dass es in Sims Replay keinen echten Winter gibt. Was so richtig passend ist es jetzt nicht mit einer Poolparty im Januar. Naja, egal. In Sims herrschen einfach andere Regeln. So, Itgirl und Lena sind jetzt befreundet. Okay, was machen wir jetzt? Oh Mann, ich kann es kaum erwarten. It-Girl, das war so eine gute Idee mit der Poolparty. Hoffentlich kommt Steffen auch. Keine Sorge,
Er wird kommen. Dafür werde ich sorgen. Also, ich mache mich schon mal auf den Weg auf die Party, ja? Beziehungsweise mache noch ein paar Besorgungen. Okay, alles klar. Ich komme gleich nach. Warte auf mich kurz. Ich werde kurz meine Badesachen anziehen und dann geht's für mich auch direkt auf die Party. So, perfekt. Es kann losgehen. It Girl, ich komme. So, ich kann es echt kaum erwarten. Ich hoffe, Steffen kommt auch. Diesmal mache ich ihm einen Heiratsantrag. Und den wird er bestimmt nicht ablehnen. It Girl? It Girl! Das kann doch nicht sein, sie ist einfach gegangen! Oh Mann, sie hätte wenigstens was sagen können. Na toll. Echt eine tolle Freundin habe ich da. Na gut, so richtig befreundet sind sie eigentlich hier, aber It Girl bzw. Lena merkt langsam, dass It Girl eigentlich voll nett ist. Was ich toll finde. Hallihallo, da bin ich. Ist It Girl auch schon da? Oh, hi Lena. Noch nicht? Aber vielleicht kannst du mir helfen mit dem Mais. Okay, ja, warum denn eigentlich nicht? Kann ich gerne machen. Kommt Steffen auch? Ja, ich rufe ihn gleich an, beziehungsweise ich schreibe ihm gleich eine E-Mail auf meinem Handy. Oh ja, super. Ich hoffe, es klappt. Hey, das hoffe ich auch. Aber sicherlich wird er kommen. Vor allem, eine Poolparty ist echt was Besonderes. Was macht Ellie in der Zwischenzeit? Tupidupidu. Ah, Rinderfilet. Oh, lecker, lecker, schmecker. Okay, meine Lieben, in der Zwischenzeit gibt es eine neue Figur, die ich erstellen werde. Und zwar in der letzten Folge hat eine Person gewonnen, über die ich mich echt mega freue, weil sie immer fleißig kommentiert und auch sehr sinnvoll kommentiert. Sie geht wirklich auf meine Fragen in jeder Sims-Folge ein und schreibt viele tolle Sachen. Rechts oben gibt es übrigens die nächste Umfrage, da könnt ihr entscheiden, wer ein Pferd von euch wird. Also ein Pferdenamen entscheidet ihr diesmal. Und ansonsten gratuliere ich nämlich Alina Coolgirl. Ah, hallo Alina, die erste Rothaarige bei uns in Simtown, kann das sein? Oder ich weiß gerade nicht, welche Haarfarbe Sophie hat, aber ich glaube braun. Oh Mann, ist das cool hier. Also Alina ist jemand, die alles cool findet. Ich leite das mal von Cool Girl ab. Ich hoffe, du bist genauso. Oh Mann, echt cool. Also das Haus ist echt knorke. Was ist das denn für eine Pflanze? Die ist ja cool. Hallo. Nein, lass mich los. Oh mein Gott. Wow. Also ich muss schon sagen, Simtown ist echt ein eine spannende Stadt. Aua. Oh, nein. Oh, nein, stopp. Lass mich los. Oh, gerade noch befreit. Na, komm her. Ich krieg dich schon. Also die liebe Alina muss erstmal hier kämpfen. Was für eine Begrüßung in Sims Replay. Um einen zweiten Teller bitten erledigt. Die Elternallianz sagt, imaginäre Freunde sind süß, brauchen aber keine Kekse. Imaginär? Aha, die Elternallianz wird deinem Kleinkind also nicht helfen. Immerhin haben sie das riesige abgeschlossene Sideboard geöffnet. Nimm einen zweiten Teller mit Keksen aus dem klassischen Wandschrank, wenn die Elternallianz gerade nicht hinsieht. Okay. Okay, also Mami ist jetzt nicht da, dann hole ich mir heimlich aus dem Schrank Kekse. Super Sim Ultra, wo bist du? Hallo, da bin ich, was ist denn? Also hol jetzt Kekse, okay? Und du bist nicht mehr so böse zu mir. Ich hol ja deine Kekse. Okay, dann hol sie jetzt, ja? Okay, ich komm da nicht hoch. Hilf mir mal. Nein, keine Lust. Na gut, dann mache ich auch nicht weiter. Jetzt spiel ich die beleidigte Leberwurst und hol mir Kekse. Okay, ich hol ja schon. Kannst du mir helfen, bitte? Die Kekse sind so weit oben. Ich komm nicht hoch, bitte. Oh Mann, oh. Oh, die Arme. Super Sim Ultra möchte ihr nicht helfen, die arme Nele. So, einen Baum inspizieren erledigt. In dem Baum glitzert irgendetwas. Das kann nur das Werk eines Einhorns sein. Aber der Sim hat keine Ahnung, wo er stecken könnte. Er braucht dringend Hilfe. Rede mit einem anderen Sim über das Einhorn. Okay, das können wir auf jeden Fall machen. So, wo ist denn unser lieber Freund? Da ist er ja. Oh Mann. Da hat was geglitzert. Und das muss irgendwie von diesem Einhorn sein. Aber wo ist das Einhorn? Und ich weiß immer noch nicht, was da oben glitzert. Oh Mann, ich kann's kaum erwarten, was es ist. Hey, warum schreist du so rum? Oh, hi Steffen. Du, pass auf. So, schau mal, was ich da entdeckt habe. Irgendwas glitzert da oben, oder? Siehst du es auch? Ich glaube schon, aber was soll das sein? Hey, ich habe keine Ahnung, aber es glitzert so cool und es muss irgendwas Wichtiges sein. Denkst du nicht auch? Ach ja, weißt du, ich habe echt andere Dinge im Kopf. Ich muss irgendwie meinen Kopf freikriegen, weil meine geliebte Freundin nicht heiraten möchte. So, aber was ist eigentlich mit Kara los? Was macht sie eigentlich? Hoffentlich ist es endlich das, was ich brauche.
Ja, das sieht sehr gut aus. Oh ja, das wollte ich von Anfang an. Ha, direkt in die Hosentasche. Und zwar ist das ein geschmackloser Apfel. Damit kann ich die Mutter von Nele einschläfern für immer. Sie ist in einem ewigen Schlaf und wird nie wieder aufwachen. Und ich kann mich endlich um Nele kümmern und ihr die dunklen Zauberkünste beibringen. Hey! Ach, Sammy, du kommst wie gerufen. Was ist denn? Und warum bist du so böse geworden? Ach, ist doch egal. Dunkle Zauberkünste sind viel besser. Oh ja, finde ich irgendwie auch. Also, glaube ich. Also, was machen wir denn jetzt? Hör zu, du kriegst eine Aufgabe. Wir brauchen ein tolles Schlafzimmer, wo die liebe Jessie für immer schlafen wird. Und das darfst du jetzt einrichten. Also, geh mir aus deinen Augen und mach was. Aber ich habe doch keine Ahnung, wie sowas aussehen soll. Also, Mann, ich will jetzt nicht. Doch, das machst du. Los geht's. Okay, okay. Dann, was machst du jetzt? Ich werde etwas über Magie lernen. Über dunkle Magie. Das ist das richtige Buch. Okay, also ich werde einfach mal unser Schlafzimmer umfunktionieren. Ich weiß zwar noch nicht wie, aber ich denke mir irgendetwas aus. Habt ihr eine Idee, wie das Schlafzimmer aussehen könnte? Wo Jessie einen ewigen Schlaf eventuell schlafen wird? Wenn ja, schreibt es in die Kommentare. Würde mich sehr interessieren. Keine Ahnung. Was mache ich denn jetzt? Tja, wenn ich das wüsste. Wir müssen auf jeden Fall helfen. Helft dem armen Sammy. Und ich springe mal weiter in der Geschichte. Mit einem Swimmer Einhorn reden erledigt. Sehr schön. Dein Sim hat das Einhorn zwar nicht gesehen, schlägt aber vor, im Internet nach weiteren Hinweisen zu suchen. Okay. Also, was machen wir denn jetzt bloß? Wie kriegen wir das heraus? Ich habe keine Ahnung. Könntest du vielleicht im Internet recherchieren? Ja, eigentlich könnte ich das schon machen. Ich wollte sowieso nach Hause. Mir ist alles zu viel, weißt du? Oh Mann, der arme Steffen. Der tut mir so leid. Ich meine, er macht sich immer noch Gedanken über Folgen hinweg, warum Lena immer seinen Heiratsantrag ablehnt. Aber Lena hat endlich verstanden, dass es nicht auf das Materielle ankommt, sondern auf die wahre Liebe. Und ich glaube, beim nächsten Mal werden sie wirklich heiraten. Es wird also spannend. Wir freuen uns alle auf die Poolparty. Okay, also dann werde ich mal im Internet recherchieren. Vielleicht kriege ich dann einen freien Kopf. So. Erstmal E-Mails checken. Oh, eine E-Mail von Panda. Hä? Was, eine Poolparty? Oh, klingt gar nicht mal so cool. So schlecht, meine ich. Klingt gar nicht mal so schlecht. Ich glaube, da kriege ich meinen Kopf etwas frei, wenn ich auf eine Poolparty gehe und einen guten Freund besuche. Na, warum eigentlich nicht gleich mal zusagen? Yeah, Steffen kommt also. Ich bin gespannt, wie es weitergehen wird. Meine Lieben, danke fürs Zusehen. Rechts oben kommt ihr zur nächsten Sims-Folge. Rechts oben gibt es einen Videovorschlag. Einfach drauf tippen und ihr kommt direkt zu den Videos. Ansonsten, nicht vergessen, den Kanal zu abonnieren, damit ihr keine Videos mehr von Sims verpasst. Tippt dazu links auf das Katzensymbol, wo der rote Pfeil zeigt und ihr abonniert den Kanal. Bis dann.